Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, wir begrüßen Sie sehr herzlich zu dieser heiligen Messe. Schön, dass Sie gekommen sind. Wir begrüßen auch all diejenigen, die zu Hause in YouTube mitfeiern. Die heiligen drei Tage, Gründonnerstag, Karfreitag und Osternacht, sind in Wirklichkeit nur ein einziger Tag. Wir begehen in diesen Tagen das eine Mysterium der Erhöhung Jesu und sein Hinübergehen aus dieser Welt zum Vater. Heute lenken wir unsere Gedanken zum letzten Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Was wir heute tun, das tun wir zur Erinnerung an Jesus. Dabei rufen wir uns nicht nur ins Gedächtnis, was Jesus in der Nacht seines Todes getan hat, sondern er schenkt uns seine Präsenz in jeder Eucharistiefeier. Wir glauben fest daran, dass er in und mit diesem kleinen Brot und Wein gegenwärtig bleibt und uns begleitet. Bitten wir um seinen Segen für diesen Tag, dass wir an seinem Leiden, Tod und Auferstehung teilnehmen. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Thank you.
lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter Sohn der Kirche das Opfer des neuen und ewigen Bundes anvertraut und das Gastmahl seiner Liebe gestiftet. Gib, dass wir aus diesem Geheimnis die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Die Lesung aus dem Buch Exodus erzählt vom Pascha-Fest der Juden, so wie es auch Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Es ist ein Fest der Befreiung durch den Gott Israels. Jedes Jahr wird die Geschichte vom Auszug erzählt. Das jüngste Familienmitglied fragt, warum ein Lamm, Bitterkräuter und Fruchtmus gegessen werden, und das älteste Familienmitglied antwortet mit den folgenden uralten Worten aus dem Buch Exodus. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen sprach der Herr zu Mose und Aaron im Land Ägypten: Dieser Monat soll die Reihe eurer Monate eröffnen. Er soll euch als der erste unter den Monaten des Jahres gelten, sagt der ganzen Gemeinde Israel. Am 10. dieses Monats soll jeder ein Lamm für seine Familie holen, ein Lamm für jedes Haus. Ist die Hausgemeinschaft für ein Lamm zu klein, so nehme er es zusammen mit dem Nachbarn, der sein Haus am nächsten wohnt, nach der Anzahl der Personen. Bei der Aufteilung des Lammes müsst ihr berücksichtigen, wie viele der Einzelne essen kann. Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm darf es sein. Das Junge eines Schafes oder eine Ziege müsst ihr nehmen. Ihr sollt es bis zum 14. Tag des Monats aufbewahren. In der Abenddämmerung soll die ganze versammelte Gemeinde Israel es schlachten. Man nehme etwas von dem Blut und bestreiche damit die beiden Türpfosten und den Türstotz an den Häusern, in denen man es essen will. Noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen, über dem Feuer gebraten und zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man es essen. So aber sollt ihr essen: eure Hüften gegürtet, Schuhe an euren Füßen und eurem Stab in eurer Hand. Esst hastig, es ist ein Pessach für den Herrn. Das heißt, der Vorübergang des Herrn. In dieser Nacht gehe ich durch das Land Ägypten und erschlage im Land Ägypten jede Erstgeburt bei Mensch und bei Vieh. Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, ich, der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll für euch ein Zeichen sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen, und das vernichtende Urteil wird euch nicht treffen. Wenn ich das Land Ägypten schlage. Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen. Feiert ihn als Fest für den Herrn, für eure kommende Generationen wird es eine ewige Satzung sein, das Fest zu feiern. Wort des lebendigen Gottes.
Jesus hat dem Pascha-Mahl einen neuen Sinn gegeben. Er ist das Lamm Gottes, das sich opfert und dadurch einen neuen, einen zweiten Bund stiftet mit allen Menschen. Wer an diesem Mahl teilnimmt, hat Anteil an Jesus Christus selbst und an der Gemeinschaft aller, die von diesem Brot essen und von dem Wein trinken. Die Eucharistie ist ein Geschenk Jesu an uns alle. Wie Paulus können wir nun weitergeben, was wir empfangen haben. Wir sind Empfangende, die vom Brot leben, das uns aus einer anderen Eucharistiefeier geschenkt wird. Mit diesen Gedanken hören wir nun die zweite Lesung. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Und mit eurem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, O Herr. Es war vor dem Pascha-Fest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn zu verraten und auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Herr,
Du willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm, was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm, niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm, Herr, da nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm, wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn verraten würde, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen, begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Ich habe mir während der letzten Tage viele Gedanken darüber gemacht. Was könnte eine Anregung für meine Predigt sein? Worüber oder welches Thema soll ich zu Ihnen sprechen? Nun geht es eigentlich um die Nähe Jesus. Liebe Schwestern und Brüder, die Einsetzung der heiligen Eucharistie, die Fußwaschung als Demutszeichen Jesu gegenüber seinen Jüngern, das gehört ins Zentrum des Geschehens am Gründonnerstag. Ich möchte aber nun in kurzen Worten über eine Begebenheit sprechen, über die der Evangelist Johannes ein wenig später berichtet. Eine Begebenheit, die zwar am selben Abend spielt, aber nicht mehr in die heutige Auswahl einbezogen wurde. Diese Fortsetzung der Erzählung mündet ein in einen der traurigsten Sätze der Bibel, ja, der Literatur insgesamt. Es ist ein Schlusssatz, wie er definitiver nicht sein könnte. Der Evangelist schreibt, als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht. Die übrigen Jünger bleiben bei Jesus. Sie werden seinen Abschiedsreden lauschen
und in aller Unsicherheit der Situation sich gegenseitig bestärken. Sie sind auf tiefste berührt und die Erschütterung bereitet sich schon vor, aber sie sind nicht allein. Das schlimmste Schicksal droht hingegen dem, der existenziell allein ist, der sich selbst herausgeworfen hat in die äußerste Nacht. Denn Judas geht ja keineswegs in die Selbstisolation oder in eine selbstgewählte Quarantäne. Er hat noch etwas vor. Er muss seinen Verrat ins Werk setzen. Aber gerade in diesem Handeln, in dieser Tätigkeit, lähmt er ja alle wirkliche Lebens- und Liebesenergie. Sein Handel mit den hohen Priestern zeigt nur eins, wie abgrundtief leer und trostlos seine Armut ist. Nicht das Alleinsein ist schlimm, nicht der Rückzug ist das Problem, erst recht, wenn es wie diese Tage aufgrund einer höheren Verantwortung geschieht und einer tieferen Einsicht entspringt. Was unsagbar schlimm ist, ist die Abkehr, die Aufgabe, der Fall ins Bodenlose. Judas hat diesen Sprung getan, vermeintlich frei, doch letztlich angespornt und getrieben vom Teufel selbst. Und was machen unterdessen die anderen Jünger? Sie verharren in Verbundenheit mit dem Herrn. Sie gönnen sich den Luxus des Zuhörens. Sie nutzen die Chance, sich all das zu eigen zu machen, was Jesus ihnen als sein Testament hinterlässt. Danach begleiten sie ihn in den Garten. Sie sind weit davon entfernt, vollkommen zu sein, denn immerhin schlafen sie bald ein. Dennoch sind sie da, sie bleiben in der Nähe, sie lassen sich nicht herauslösen aus dem Zusammenhang, aus dem heraus ihnen Lebenskraft zuströmt. Einen Tag später sieht es schon anders aus. Jetzt aber sind sie bei ihm. Seine Nähe gibt auch uns Kraft und Mut ins Leben.
Jesus sagt: Ein neues Gebot gebe ich euch. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Mit Jesus beten wir zu unserem liebenden Vater im Himmel. Eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts. Mit der Fußwaschung hat Jesus uns ein Beispiel gegeben. Wir beten für alle, die die Kirche repräsentieren, Haupt- und Ehrenamtliche, um Jesu dienenden Geist in ihrem Denken und Handeln. Dienender Gott, wir bitten dich. Der barmherzige Jesus gerät in viele Konflikte. Er wendet sich den Menschen zu. Er segnet und heilt. Wir beten für alle, die so akzeptiert sein wollen, wie sie sind. Für alle, die Heil und Segen suchen und darum bitten. Dienender Gott, wir bitten dich, Herr. Jesus feiert mit seinen Jüngern das Pascha-Fest, das Fest der Befreiung aus der Sklaverei. Wir beten für alle, denen ein freies Menschsein verweigert wird, in autoritären Staaten oder durch ungerechte Strukturen. Dienender Gott, wir bitten dich, Herr. Menschen werden aneinander schuldig. Und auch vor Gott. Jesus bricht am Kreuz die Spirale der Schuld und ermöglicht neue Beziehung. Wir beten für alle, die in schwere Schuld verstrickt sind, in der Kirche, in Staat und Wirtschaft oder in anderen Bereichen des Lebens. Dienender Gott, der auferstandene Christus begegnet uns in den heiligen Sakramenten. Wir beten für alle, die sich auf Taufe und Erstkommunion vorbereiten, besonders auch für die Kinder und ihre Familien, deren Erstkommunionfeiern wegen Corona anders sein werden als sonst. Dienender Gott, wir bitten dich, Herr. In jeder Eucharistie sind wir verbunden miteinander und mit unseren Verstorbenen. Wir gedenken ihrer, besonders der Opfer von Krieg und Gewalt, von Krankheit und Pandemie, und hoffen mit ihnen und für sie auf Teilhabe am Fest ohne Ende, das du denen bereitest, die dich lieben. Dienender Gott, wir bitten dich, Herr. Du unser Gott, wo Liebe und Güte wohnen, da bist du. Dir sei die Ehre, dir sei der Lobpreis, dir sei der Dank, heute und alle Tage bis in deine Ewigkeit. Vater war.
Herr unser Gott, gib, dass wir das Geheimnis des Altars ehrfürchtig feiern, denn so oft wir die Gedächtnisfeier dieses Opfers begehen, vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebe die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Als der wahre und ewige hohe Priester hat er die Feier eines immerwährenden Opfers gestiftet. Er hat sich selbst als Opfergabe dargebracht für das Heil der Welt und uns geboten, dass auch wir diese Gabe darbringen zu seinem Gedächtnis. Er stärkt uns, wenn wir seinen Leib empfangen, den er für uns geopfert hat. Er heiligt uns, wenn wir sein Blut trinken, das er für uns vergossen hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten, mit all den Scharen des himmlischen Heeres, den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Tag, an dem unser Herr Jesus Christus sich für uns hingegeben hat. Durch ihn, unseren Erlöser und Heiland, den du verherrlicht hast, bitten wir dich. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, das ist heute, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens. Darmgütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit unseren Namenspatronen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt den ersehnten Frieden bei. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch diese Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Dienern, Sohn Papst Franziskus, Sohn Bischof Karl-Heinz, Weihbischof Otto und die Gemeinschaft der Bischöfe, Priester und Diakone, ja alle Frauen und Männer, alle, die zu einem Dienst in der Kirche berufen und bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösung. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde, und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist der Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlöses, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn soll Zeit mit euch.
Gibt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Jesus Christus, Gottes Lamm, Opfer rein von Schuld und Fehlen, deine Liebe auf sich nahm, alle Sünden unsere Seele. Jesus Christus, Gottes Lamm, uns zur Speise Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi. Amen. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Lobe den Herrn, meine Seele.
Das Wunder. Zu einem Priester kam ein Mann und fragte: Wie ist es möglich, dass aus Brot und Wein Fleisch und Blut Christi werden? Der Priester antwortete: Wenn schon dein Körper die Nahrung, die du zu dir nimmst, in Fleisch und Blut umsetzen, ja verwandeln kann, warum soll Gott nicht auch das andere vermögen? Der Mann gab sich nicht geschlagen. Wie kann denn in einer so kleinen Hostie Christus ganz zugegen sein? Der Priester gab zur Antwort: Eine Landschaft, die vor dir liegt, ist so groß und dein Auge doch so klein. Und doch ist das Bild der großen Landschaft in deinem Auge. Warum soll es dann nicht möglich sein, dass in der kleinen Brotgestalt der ganze Christus zugegen ist? Noch eine dritte Frage stellte der andere: Wie kann derselbe Christus gleichzeitig in allen euren Kirchen zugegen sein? Da nahm der Priester einen Spiegel und ließ ihn hineinschauen. Dann warf er den Spiegel zu Boden und sagte: Auch in jedem einzelnen Stückchen kannst du dein Bild jetzt gleichzeitig sehen. Liebe Schwestern und Brüder, wir danken Ihnen und euch und auch den Mitfeiernden zu Hause, dass Sie diesen Gottesdienst mitgefeiert haben. Morgen um 15 Uhr feiern wir die Karfreitagsliturgie. Der Gottesdienst am Gründonnerstag heute hat ein offenes Ende. Er schließt nicht durch den Segen ab. Wir begleiten unseren Herrn in das Dunkel der Nacht. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns heute im Abendmahl deines Sohnes gestärkt. Sättige uns beim himmlischen Gastmahl mit dem ewigen Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Mitchristen, die Aufforderung Jesu an seine Jünger, bleibt hier und wacht mit mir, gilt auch uns. Wir sind jetzt eingeladen, zu verweilen, zu schweigen und zu beten.